Herzlich willkommen in Finchis Welt. Mein Ohr juckt. Eine sehr wichtige Information für euch. Herzlich willkommen in Finchis Welt zu einem neuen Snackcheck. Beim letzten Mal gab es ja Monster Ultra. Und ich habe davon nur die Standardversion probiert, den silbernen, der ein bisschen nach Isostar gesmackt hat. Der hat gesmackt. Ich habe ihn gesnackt und dann hat er gesmackt. Und heute teste ich Monster Energy Ultra Sunrise, wo ich eigentlich am meisten drauf gespannt bin von diesen ganzen Sorten. Beim nächsten Mal gibt es dann auch noch den roten. Ich werde mal sehen, ob ich das vielleicht einfach hier hinten dran schneide oder sowas. Ja, auf jeden Fall lese ich nochmal gerade eben diesen sehr schönen Text vor, der da immer draufsteht. Die finde ich nämlich immer sehr lustig irgendwie. Monster Energy Ultra Sunrise. Steh auf, geh raus und nach den... Steh auf, geh raus und mach dein Ding. Ultra Sunrise ist denen gewidmet, die Schlaf gerne für ihre Leidenschaft opfern. In der Morgendämmerung auf Wellen surfen oder der Erste sein, der morgens bei einer Wakeboard-Session über einen spiegelglatten See gleitet und so episch seinen Tag startet. Wer macht das nicht so? Ultra Sunrise bringt dich in den Tag und ist jederzeit leicht, kraftvoll und erfrischend mit einem ganz einzigartigen Geschmack. Mit der vollen Dosis Monster Energy, um das Feuer am Brennen zu halten. Schließlich ist immer irgendwo ein Sonnenaufgang. Anlicht die Ultra Beast. Fantastisch. Also wer sich das ausdenkt, immer diese Texte, die immer auf diesen Monster-Dingern draufstehen, der gehört auf jeden Fall. Der braucht einen Preis. Das wollte ich sagen. So, wir probieren mal. Okay, natürlich habe ich ein Glas vorbereitet. Habe ich gerade eben noch selbst ausgeblasen, dieses Glas. Und wir gucken, wie das Ding aussieht. Natürlich sieht es aus wie Limonade, was auch sonst. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir diesen Scheiß mal. Okay, es schmeckt ein bisschen wie... Das schmeckt einfach ein bisschen wie Limo, die nicht sehr süß ist. Ist die Dose vielleicht anders? Nee, schmeckt genauso aus der Dose. Aber es gibt ja schon mal, also jetzt lacht nicht. Es gibt Getränke, wie zum Beispiel Coca-Cola. Da ist es ja so, wenn man das aus einer Flasche oder aus einem Becher oder aus einem Glas trinkt, schmeckt es anders als aus der Dose. Für mich schmeckt es aus der Dose am besten irgendwie. Aber eine Dose ist halt meistens unpraktisch, weil man sie nicht mehr zumachen kann. Ein Teufelskreis. Naja, okay, also ich fand den ersten, den originalen, diesen, also den normalen Ultra, diese silbernen, einfach irgendwie besser. Naja, wie auch immer. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber den würde ich tatsächlich jetzt nicht nochmal kaufen. Da würde ich eher einen normalen holen, einen normalen Monster oder Rockstar. Nun gut. Okay, ja. Also wie gesagt, der andere war definitiv besser. Jetzt bin ich mal gespannt, was der letzte noch bringt, der rote. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der heißt einfach Ultra Red oder sowas. Ultra Red. jo. Ich ziehe mir jetzt diese Dose hier rein, starte damit episch in den Tag, hoffe ich zumindest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das Ding ist jetzt relativ nichts sagen, wie eine Limonade, die nicht sehr süß ist. Prost, tschüss. Tschüss. Mein Kühlschrank meldet sich auch noch mal kurz.